Ihr möchtet eine neue VR-Brille? Hier habe ich eine, ganz günstig. Und zwar allerdings aus dem Jahr 1998. Ja, es gab auch damals Virtual Reality-Brillen. Ihr glaubt es kaum, aber der Markt war auch da schon mit Brillen in dieser Variation oder ähnlichen irgendwo, sage ich mal, da. So, ihr seht hier eine Ausgabe einer alten PC-Zeitschrift. Und da wird gerade vorgestellt die VFX1. Die Fachpresse ist begeistert. Für Spielfreaks ist der Helm ein Muss. Ein 3D-Helm, der virtuelle Realität bis in alle Feinheiten ermöglicht. PC Magazine sagt: The coolest peripheral you can buy for your PC. Spielspaß total und unglaubliche Realitätsnähe vermittelt der neue VFX1 Helm. Und so weiter und so fort. Inklusive Live-CD-ROM mit Special Limited Editions der Spiele Top Hits, Descent, Magic Carpet, Darkrai, Saphir und Hexagon Cartel. Ihr seht, ja, es gab damals schon VR-Brillen, aber ich kenne sie selber nicht. Hier habt ihr die genaue Bezeichnung von dem Ganzen. Moment. Ihr seht, an sich war auch da schon alles vorhanden, ne? Integriertes Mikrofon gestaltet die Kommunikation von Spieler zu Spieler oder Nutzung von Stimmerkennungssoftware. Dann gab es schon 3D VOS Heat Tracker, patentiertes Orientierungssystem mit feinfühligen Sensoren. Jegliche Kopfbewegung wird erkannt und in entsprechende Steuerungsbefehle umgesetzt. Ersetzt Joystick und Maus. Cyberpack ersetzt Joystick oder Maus zur Steuerung der Vorwärts-Rückwärtsbewegung. Programmierbare Buttons, geeignet für Rechts- und Linkshänder. So, dann ergonomisches Design. Trotz hoher Stabilität, nur geringes Gewicht, die offene Helmarchitektur sorgt für gute Luftzirkulation und optionalen Tragenkomfort. Leichte Reinigung durch herausnehmbare Innenpolster für Kopfschale und Ohrhörer. Dann, Moment. Marken HiFi-Stereo-Kopfhörer von AKG. Wer sie kennt, das waren auch damals viele oder selbst heute noch gute Marken, die auch bei vielen Tonbandbesitzern gerne gesehen waren. Oder DJs heutzutage. Spitzensound in Verbindung mit jeder beliebigen Stereo-Soundkarte. Unterstützt auch Advanced Graphics 3D Ultrasound für totalen Klangrealismus. Dann noch, ihr kennt es von heute, 3D-Stereokoskop. Display-Auflösung 789x230 mit 256 Farben. Zwei kontrastreiche Color-LCD-Displays ermöglichen das natürliche räumliche Sehen. Sie stehen im Mittelpunkt des Geschehens. Auch für Brillenträger geeignet, justierbar, Pupillen- und Fokusabstand für optionale Schärfe. Und dann noch Smart Visier, schwenkbares Visier, bei Nichtgebrauch blitzschnell nach oben wegklappbar. Ihr seht, auch damals haben sich Leute schon einen sehr großen Kopf darum gemacht. Das Problem war damals, es war unheimlich teuer. Aber wenn ihr mal seht, 1498 Mark 80 wären heute knapp 750 Euro. Also würde ich mal sagen, ist das zum damaligen Vergleich teuer? Einerseits nein, aber die Menschen hatten damals halt auch nicht genug Geld dafür und ihr seht ja, sage ich mal, heute die Grafiken sind natürlich realistisch. Die damaligen Grafiken, die hier zum Beispiel mit 256 Farben angesteuert wurden, wo stand es da? In einer Auflösung von 789x230 war natürlich eine ganz andere, wo die Menschen vielleicht Interesse gehabt hätten, aber es wahrscheinlich durch die ganzen, ja, minderwertigen Grafiken einfach nicht so interessant gewesen wäre. Hätte ich die einerseits heute, würde mich das interessieren, wie die Technik damals war. Vielleicht diejenigen, die noch eine besitzen oder das kennengelernt haben, können ja mal berichten. Weil, ne, überlegt mal, für den Preis gab es damals auch schon eine Virtual Reality Brille. Und überlegt mal, ich bin gerade am 586er Pentium dran und seht mal, womit das Ding läuft. Mit dem Helmset. VFX1 beginnt eine völlig neue Generation virtueller Realität auf Ihrem PC. Hautnah und unglaublich echt. Einsetzbar mit nahezu jeder Software ab der 486er Rechnergeneration. Ich meine, überlegt mal, das hat irgendwo beim 286er mit PC schon angefangen und davor auch noch. Aber das waren die 90er.
Hallo? 486er, die, die einen hatten, hatten ihn meistens schon wirklich. Und, naja, ich hätte es gern kennengelernt. Habe ich leider nie. Heute wird mich das brennend interessieren. Und, tja, also da sagt mal einer, es gab nie Virtual Reality. Man hat es halt damals nur nicht so, sag ich mal, angenommen wie heute. Genauso gab es ja diese 3D Max, die LCD-Brille für totale 3D-Realität am PC. Ihr seht, auch da 3D Max geht kabellos, das erinnert so ein bisschen. Einfach wie ein normaler Ball aufsetzen ohne Anschlusskabel. 3D Max Komplettkit mit integrierter Infrarotsteuerung für drahtloses 3D-Sehvergnügen am PC. Ne? Kabelversion für 348 Mark 80. Überlegt mal. Knapp 175 Euro. Und im Endeffekt war das ja im Endeffekt wahrscheinlich nichts anderes als eine Shutterbrille. Wie sie, sag ich mal, heute sogar noch in 3D-Kinos verwendet wird. D-d-d-d-d-d. Sehen 3 Dimensionen, 3D Studio, Highspeed Color LCD-Brille, flimmerfreien Detailscharf und eine PC-Ansteckkarte, die an den Features-Connector angeschlossen wird. Okay, ich weiß noch mit meiner alten, lasst mich nicht lügen, ich glaube die Riva TNT2, die ich in meinem AMD K6-2 habe, müsste das Feature noch haben, weil ich hatte mal so eine Brille. Ich weiß gar nicht, ob das eine Shutterbrille war. Die müsste ich überhaupt erstmal finden. Da war eine bei, das habe ich zumindest schon mal kennengelernt, hat mich aber damals nicht umgehauen. Ich habe, glaube ich, genau, Riva TNT2 und Turok war, glaube ich, dabei. Die Riva TNT2 mit Turok 2 und der 3D-Brille. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich hatte mal diese Brille. Ich weiß nicht, ob ich die noch finden werde. Weil die Grafikkarte an sich müsste noch verbaut sein. Muss ich mal drüber nachdenken. Ich weiß es nicht. Aber ihr seht, 3D-Technik war auch damals zu DOS-Zeiten, ne, DOS International 1295, irgendwo schon, sag ich mal, modern. Aber ich wollte euch noch mehr zeigen. Ah, Moment, da sehe ich noch was hier zum Beispiel. 3D Cyberbat, voll kompatibel zu Maus und Joystick. Das war an sich, besser kann ich euch das nicht zeigen. Ab heute steuern Sie Ihre Software voll ergonomisch per Fingerzeig in allen drei Dimensionen. Also es gab schon diese Technik. Wenn ihr mal wissen wollt, was eine damalige Tastatur kosten sollte mit einem Trackball, das sind diese Dinger da. Das ist eine Computermaus als Ball. Waren knapp 69,80. 68,80, mein Gott. Blind einmal. Hab falsch geguckt, hab da oben geguckt. Egal. Ne? Dann hier schon die ersten Mäuse in verschiedenen Designs für 18,80 Mark. Moment. Aber was ich euch auch noch zeigen wollte, ein damaliges Soundsystem, hier zum Beispiel. Surround Power System 320, das totale Klangerlebnis am PC. Modulares System mit zwei High Power Aktivboxen, 3-Wege Bassreflexsystem, 2x160 Watt Musikleistung. Ne? Separat aufstellen, Mini Range, Satellitenboxen. Ihr seht, und das sollte damals 298 Mark 80 kosten. Ihr seht, im Gegensatz zu damals hat sich eigentlich nichts mehr getan. Ne, hier, was es noch alles gab, Grafiktablets. Grafiktablets, ich meine, guck mal, wie hübsch die Dame ist und vor allem, wie groß das Tablet ist. Für die Juniors. Oder hier der kleine Scanner. So sahen die damals aus. Oder hier, die es auch noch kennen. Ein Handscanner-Lesesystem mit 300 Auflösungs-DPI. Nochmal ein Scanner. Tja, so war das damals. So, was zeige ich euch denn noch? Videobearbeitungstechnologie damaliger Zeiten. Eine Capture-Playback-Karte. Ne? Größer Filter. Im Endeffekt das, was damals, sage ich mal, viele mit VHS und anfänglich vielleicht noch mit DVD gemacht haben, aber eher mit Kassetten. Und das waren damals auch schon fast 500 D-Mark. Ich meine, überlegt mal, was ihr heute für eine Capture-Karte bezahlt. An sich
alles schon da gewesen, halt nur in einer ganz anderen, ja, sag ich mal, Zeitspanne, ne? Damals war das nicht so, dass jeder rausging und Fotos machen konnte. Ihr seht hier eine Casio Digital-Fotokamera. Ich meine, überlegt mal, was die Leute damals verdient haben. Das war ein ganz anderer Stellenwert. Und heute können wir es im Endeffekt genauso nur gegenrechnen. Eine Satellitenkabel, ach, nicht Kabel, eine Satellitenkarte, um Satellitenempfang zu haben, kostete auch schon fast 200 D-Mark. 100 Euro. So war das damals. Ihr seht jede Menge schöne alte Dinge. Ne? Grafikprogramme, wo man irgendwo mal angefangen hat. Virtus VR, virtuelle 3D-Welten am PC, da sind wir schon wieder. Es war damals da, aber halt auch durch die Medien natürlich nicht so verbreitet. Ne? Es war einfach schwieriger. Sprechen wir Englisch. Ne? Schulung. Gitarrenlernkurs am PC. Alles Sachen, die man damals hatte. Ich wollte euch, glaube ich, noch irgendwas anderes zeigen. Wo ist das denn? Ne? Hier, die Top-Bestseller-Games zum Beispiel. So, die habe ich gerade im. Die habe ich gerade zwischen hier, die Bestseller Games. Genau diese Variante. So, die habe ich auch noch. Indiana Jones 3, 4 habe ich. Monkey Island, die habe ich noch. Zwei sollte ich noch haben. Die nicht mehr. Magic weiß ich nicht. Battle Isle habe ich noch. Schön ist, also an dem Spiel kann ich sogar noch live von berichten. Ich habe es noch. Unter Windows. Warte, das war für, steht das da? Besonders, weiß ich gar nicht. Ab irgendeinem Windows wurde dieses Spiel immer als Virus erkannt, weil es nämlich auf eine gewisse Windows-Datei eingegriffen hat und die umgeschrieben hat. Das weiß ich noch. Dann konnte ich das nämlich immer nicht installieren. So, ihr seht einfach, schön mal da drin rumzukramen. Werbung für die PC Action von damals. Was gab es damals? Jedi Knight gegen X-Wing, gegen TIE Fighter und alles, was es hier noch gab. Die Spinnen, die Römer, die Siedler 2 hatte sehr viele Fans, hat heute noch sehr viele Fans und immer noch an sich schön, sage ich mal, auch in den alten Zeitschriften natürlich zu sehen, wie detailverliebt gearbeitet wird. Ist ja heute nicht anders. Und was es halt damals gab. Ach, seht da mal. Earthworm Jim. Den habe ich letztens Teil 1 wieder im Nintendo Shop gespielt. Sehr witziger Wurm. Da habe ich mir CD-Cover zum Ausschneiden. Ja, genau. Das war damals immer mit drin. Deswegen fehlt hier die halbe Seite. Dann konntet ihr das ausschneiden, zurechtfalten und in die CD-Hüllen legen. Hier habt ihr zum Beispiel mal einen alten Preis von der Soundkarte. Ne? Plug-and-Play-Technik, also rein und fertig. Voll-Duplex-Support durch Optional-Zusatzmodul. Erweiterbar auf Wavetable und 3D-Sound. Und ihr seht, damals allein für eine Soundkarte schon knapp 80 Euro bezahlt. Also 40, 80 D-Mark, knapp 40 Euro heutzutage. Und ne, das waren halt so kleine Sachen. Gab's denn da noch? Klanggenuss mit 4 MB Drum Samples des bekannten Markenherstellers Korg, geeignet für alle Soundblasters, kompatibel, bla bla bla, für 100 auf 190 D-Mark. So war das damals. Dann gab es hier noch den Bestellcoupon. Ihr konntet also noch bestellen. Unten auch andere Sachen eintragen, die Bestellnummer, der Preis. Dann konntet ihr das Ganze einschicken und zu euch schicken lassen. Der Nachname und alles hin und her. Gier macht Intrigen. Lizenzurkunde, die habe ich zum Beispiel hier ausgefüllt, gut zu wissen. Lizenzurkunde Day of the Tentacle. Als Lizenzinhaber und damit rechtmäßiger Anwender im Vollumfang von zeitlich unbegrenzt nutzbar. Ihr seht, Registrierungsschein. Dann konntet ihr auswählen, was ihr noch hattet. Diese alten Zahlen waren fast damals auf jeder alten Computer- und Spielepackung
vertreten. Und so war das damals. Ihr seht, das war die Zeitschrift. Ne? Bestseller Games von dem Jahr. Moment. Ne, da stand es doch. Ausgabe 1. Ich finde gerade noch nicht das Datum. Ich guck mal jetzt so drauf. Steht hier gar nicht. Warum stand hier noch kein Datum drauf? Und ich wusste gar nicht, dass es die erste Ausgabe war. Also mit der erste Tentakel hat es sogar angefangen. Okay. Ja, Hinweis mit Sprachausgabe direkt von CD rumspielbar. Das kam damals auf eure Geschwindigkeit an. Auf jeden Fall. Ne, da steht's, außerdem auf der CD-ROM und so weiter, Share-Version, Demo-Version, was es alles gab. Okay, ich will hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ne, dann noch der Hinweis, lizenziertes Produkt. Und ich konnte euch einen kleinen Einblick darin gewähren, dass es auch damals schon Virtual Reality gab, halt, sag ich mal, auch zu einem teureren Preis, natürlich mit der damaligen Technik. Damals, klar, heute sind Leute froh, wenn sie fast dreidimensional und echt in ein Spiel reingehen. Damals hätte man sich das natürlich auch gewünscht. Aber wie gesagt, es gab bestimmt auch Spieler, die das erlebt haben und die es klasse fanden. Ich bin leider keiner davon. Ich hätte es gerne erlebt. Nun gut, lasst uns hier Schluss machen. Ich werde euch demnächst mal hier so ein bisschen was von Maniac Manson vorlesen. Ne? Weil das ist auch hier in dem Heft drin. Und dann könnt ihr einfach mal zugucken, ob es euch gefällt oder nicht. Könnt ihr wegwischen, wegklicken, wie ihr wollt. Und wir sehen uns dann wieder in dem nächsten Video, wo es dann darum geht, um, keine Ahnung, Computerspiele. Naja, lasst euch überraschen. Also, bis dahin, danke fürs Zugucken. Ach, den Rest schenke ich mir, macht einfach, wie ihr wollt. Und wir sehen uns. Euer Dirk. Tschüss.